Schöner Pass auf Michi Rimbeck. Sean Fischer schießt und Tor! Was für ein Hammer des ehemaligen Fuchs hier, Sean Fischer. Genau im richtigen Moment angespielt worden von Michi Rimbeck. Und das kann er, der Sean Fischer, schießen. Und er hat genau im richtigen Moment geschossen. Wir sehen hier nochmal den Aufbau des SC Rissersee. Schöner Pass hier auf Michi Rimbeck. Der gibt sofort rüber zu Sean Fischer. Der kann in Ruhe ausholen und da passt der Puck oben drin. Wiedemann, keine Chance. Torschütze war die Elf, Sean Fischer für den SC Rissersee. Und das genau nach 5 gespielten Minuten. Matthias Beck erkämpft sich die Scheibe und leitet selber den Konter ein. Gute Möglichkeit hier. Da versuchen sie, in die Mitte zu spielen. Jesse Schulz wieder. Und Becker kämpft sich wieder die Scheibe. Ja, der ist Wahnsinn. Für den SC Tor! Da kullert sie rein, die Scheibe. Unglücklich für die Lausitzer Füchse. Da war die Chance eigentlich schon vorbei. Aber Matthias Beck zeigt eben, wie wichtig er für den SC Rissersee ist. Er hat sich die Scheibe wieder erkämpft. Und Jesse Schulz, er macht den Abstauber für den SC Rissersee. Ein dreckiges Tor, kann man da sagen. Kullert einfach so rein. Jesse Schulz. Ist wieder die Möglichkeit. Götz versucht es da. Die Scheibe vor dem Tor. Und da versucht er noch mit der Kelle rauszuwingen. Und dann springt die Scheibe über die Maske von Joey Vollmer zum Anschlusstreffer für die Lausitzer Füchse. Verdienter Anschlusstreffer, auf jeden Fall ein verdienter Anschlusstreffer hier für die Füchse, die vorher schon einige Chancen hatten. Jetzt schauen wir es uns nochmal an, wo die Scheibe ist, und da fliegt sie im hohen Bogen drüber über Joey Vollmer und da ist es passiert. Schwer auszumachen, wer der Torschütze war, aber den bekommen sie natürlich gleich geliefert. Wie gesagt, die erste Minute ist die Scheibe gut gelaufen und es gab auch zwei gefährliche Schüsse. Da ist es passiert und wieder war es Elia Ostwald von der blauen Linie. Tja, im Januar haben sie das letzte Mal in Überzahl getroffen und da war es auch Elia Ostwald, der den Treffer geschossen hat. In Überzahl. Und jetzt sehen wir nochmal hier die Zeitlupe. Guter Pass. Dann wird er nochmal freigespielt und der SC Rissersee zu inkonsequent, dass er Ostwald hier stören kann. Jesse Schulz war da zu langsam. Ja, und das Spiel ist wieder offen. Er ist NHL-Spieler, hat schon das ein oder andere NHL gespielt. Darren Kader gegen Joey Vollmer, der Keller läuft auf der rechten Seite an, zieht in die Mitte rein. Vollmer bleibt ganz ruhig und das macht er ganz cool und ganz clever. Derek Hader unter die Latte, chancenlos Joey Vollmer. Und beim SC Rissersee Luke Oakley. Luke Oakley verwandelt normal seine Penaltys auch ziemlich sicher. Kommt mit viel Anlauf, mit viel Power. Luke Oakley gegen Johannes Wiedemann. Und da will er ihm durch die Beine schießen. Viel zu einfach von Luke Oakley. Da will er ihm ganz locker durch die Beine schießen. Doch das gelingt ihm nicht. Milan Kosturek. Er kann berühmt werden für die Lausitzer. Hat erst zweimal gespielt, aber ein erfahrener Mann. Was macht er? Scheitert an Joey Vollmer. Kosturek hat er lange gewartet. Und jetzt der Topscorer des SC Rissersee, Matthias Beck. Der sollte langsam treffen, dass es nicht ganz zu spannend wird. Matthias Beck gegen Johannes Wiedemann. Ihm würde ich es wünschen, dass er mal wieder ein Tor zu Hause schießt. Ein wichtiges Tor vielleicht. Und das macht er! Das macht er! Ganz cool gewartet. Und unter der Stockhand hinein, Matthias Beck gleicht aus zum 1:1. Nun der dritte Schütze, Kevin Lavallee, der dritte Schütze bei den Lausitzer Füchsen. Kevin Lavallee gegen Joey Vollmer.
Joey Vollmark macht sich ganz groß. Lavery schießt ihm durch die Beine. Cool gemacht. Da war er zu langsam, der Joey Vollmer, dass er die Beine zumacht. Und jetzt muss er treffen. Jesse Schulz muss treffen, sonst geht der Zusatzpunkt in die Lausitz. Jesse Schulz gegen Wiedemann. Schulz versucht es und schießt ihm auch durch die Beine. Ganz cool. Was haben die hier für Nerven? Entweder es ist die Coolness, die Lockerheit, weil es um wenig geht. Oder aber clevere Schützen. Jesse Schulz hat er super gemacht. Und nun beginnt der SC Rissersee. Schießt nochmal Matthias Beck. So ist es. Tim Regen schickt nochmal Matthias Beck auf das Eis. Wartet er nochmal lang, dass er unter der Stockhand reinschießt. Was hat er jetzt drauf? Matthias Beck gegen Johannes Wiedemann. Fährt genau auf die Mitte zu und schießt wieder rein. Diesmal links vom Torhüter Matthias Beck. Ja, dafür hat man den Schwedenhappen beim SC Rissersee für die wichtigen Tore. Und jetzt ist es umgekehrt. Und jetzt kommt nochmal Derek Haider gegen Joey Vollmer. Er muss treffen, sonst ist der Zusatzpunkt beim SC Rissersee. Haider, Haider schießt und trifft wieder. Ganz cool, bremst vorher ab, wartet auf die Bewegung von Joey Vollmer und somit wieder unentschieden im Penaltyschießen und nun zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal Matthias Beck, der Topscorer des SC Rissersee. Alle guten Dinge sind drei. Ob das gut geht, ob er wieder trifft, habe ich selten erlebt. Drei Penaltyschüsse treffen und er hat nicht getroffen. Wiedemann hat gehalten. Das war auch eines Guten zu viel. Und jetzt Derek Haider zum dritten Mal. Macht er es besser als Matthias Beck? Bringt er die Entscheidung für die Lausitzer Füchse? Seine ersten zwei Penalty hat er ganz cool verwandelt, hat gewartet und hat immer hoch getroffen. Was macht er jetzt, Derek Haider? Haider gegen, jawohl, Joey Vollmer, und der hält auch diesmal. War schon fast ausgespielt. Reißt den Fuß zur Seite und hält nochmal. Und somit bleibt es weiterhin beim Unentschieden. Mark Heatley kommt. Er hat einen ganz coolen Penalty verwandelt. Bei den Fishtown Pinguins in Bremerhaven gelingt ihm das wieder. Er läuft langsam an auf der linken Seite mit seinem langen Schläger. Was macht er? Scheitert an Wiedemann. Will ihn ausspielen. Und Derek Haider kommt nochmal. Zum vierten Mal. Putzt wieder seinen Schläger ab. Ob da ein Staubkörnchen des Olympiasportzentrums dranhängt. Derek Haider zum vierten Mal gegen Joey Vollmer. Zweimal super cool verwandelt. Einmal knapp gescheitert. Was macht er jetzt? Und jetzt trifft er wieder cool. Derek Haider, das ist schon ein klasse Spieler. Und er macht's für die Lausitzer Füchse. Holt den Zusatzpunkt. Die gewinnen hier beim SC Rissersee mit 3:2 nach Penaltyschießen. Wir haben noch etwas Unterhaltung bekommen beim Penaltyschießen.